Wir befinden uns im neuen Park, der in den letzten 12 Monaten entstanden ist. Vorher sind hier Autos parkiert gesehen. Durch das Gelände ist eine Strasse geführt worden. Wir konnten das aufheben und haben mit dem Park eine Verbindung geschaffen von den Bestandesbauten mit den Neubauten. Den Park haben wir so gestaltet, dass er mit 150 Bäumen, 10 verschiedenen Sorten, bepflanzt worden ist. Auch die Stauden sind so ausgewählt, dass wir eigentlich das ganze Jahr etwas Blühendes haben, vom Frühling bis im Herbst. Und wir lassen das auch absamen. Wir greifen so wenig wie möglich ein, damit die Biodiversität an diesem Platz entstehen kann. Der Park bildet für unsere Mitarbeitenden einen Ort, vom sich treffen, vom sich erholen, vom Pause machen, aber einfach auch zum Geniessen. Verschiedene Nischen sind für das ausgebildet mit entsprechenden Sitzgelegenheiten. Was der Park auch bietet, ist ein Runwalk, Sportgerät und nicht zuletzt ein Trinkbrunnen, wo man sich verköstigen kann. Wir unterhalten den Park so naturnah wie möglich. Darum ist es auch nicht schlimm, wenn einmal ein Ästchen an einem Baum hängt oder halt irgendwo nach einem Regen ein Pfützchen stehen bleibt. Letztendlich wollen wir in der Natur Raum zurückgeben, der uns wiederum inspiriert in unserer täglichen Arbeit. Unsere Mitarbeitenden schätzen den Park, sie lieben ihn. Das ist ein toller Ort, wo sie sich entspannen können und wo sie gerne sind.